Sicher hast du auch schon ein Antibiotikum bekommen. Antibiotika können Nebenwirkungen haben, vor allem was die Darmflora betrifft. Was musst du beachten nach einer Antibiotikakur? Das schauen wir uns jetzt an. Antibiotika wirken nur gegen Bakterien. Bei Viren haben sie keine Wirkung. Und Antibiotika werden in der Regel viel zu leichtfertig und zu häufig eingesetzt. Bei einer Erkältung brauchst du kein Antibiotikum. Heute auch bei Kindern mit Ohrenentzündungen, es geht fast immer ohne Antibiotika. Es ist wichtig, dass wir die Menge an verschriebenen Antibiotika zurückfahren, weil sie sind nicht nur nützlich, sie töten natürlich die schädlichen Bakterien ab, das wollen wir ja, aber sie töten eben auch die guten ab, die im Darm liegen und die wir brauchen. Der Darm wird nicht komplett zerstört durch Antibiotika, aber ein Teil der Darmflora wird mit betroffen. Das ist eine Nebenwirkung von Antibiotika. Wenn Kinder mehrmals im Leben Antibiotika verschrieben bekommen haben, dann besteht eine große Chance, dass sie im jungen Erwachsenenalter einen Reizdarm entwickeln. Das sind Spätfolgen, die leider in der Medizin auch wenig beachtet werden. Was sind die Nebenwirkungen von Antibiotika? Das häufigste sind Durchfälle. Das hängt mit der teilzerstörten Darmflora zusammen. Oft gibt es auch allergische Hautausschläge oder einfach Bauchschmerzen. Nach einer Antibiotikakur ist es sinnvoll, die Darmflora wieder richtig aufzubauen. Eine Studie aus dem Jahr 2018 hat ergeben, dass 6 Monate nach einer Antibiotikakur das Mikrobiom wieder mehr oder weniger aufgebaut war. Aber es fehlten einzelne wichtige Darmbakterien. Und deswegen empfehle ich, dass du nach einer Antibiotikabehandlung, auch wenn sie nur eine Woche gedauert hat, für mindestens 4 Wochen ein Probiotikum einnimmst. Ein Probiotikum ist ein Produkt, wo Darmbakterien enthalten sind. Bitte schau darauf, dass es mindestens 10 verschiedene Bakterienarten enthält und wenn möglich auch noch ein Präbiotikum. Das sind Faserstoffe, unverdaulich. Das ist Futter für die Bakterien, damit sie dann auch im Darm richtig überleben und sich vermehren können. Also nochmals, was muss ich beachten nach einer Antibiotikakur? Nimm ein gutes Probiotikum mit einem Präbiotikum.